Freunde der Technik in Paris hat Huawei seine neue P20-Familie vorgestellt. Dazu seht ihr ja bei Computerbild TV alle Videos mit allen Details. Es gab aber neben dem P20 Pro, was ja das eigentliche Flaggschiff von Huawei ist, was ihr hier im Bild seht, eine weitere Überraschung. Und zwar hat Huawei das Porsche Design Mate RS vorgestellt. Und das seht ihr hier im Bild. Ich fahre hier einmal ganz kurz Linien ab. Ihr seht hier, das ist ein 6 Zoll Gerät mit einer 2K-Auflösung. Und ihr seht schon, es ist curved. So, also es ist abgerundet an den Seiten wie Samsungs Galaxy S9 und S9 Plus. Es gibt hier kaum Rahmen. Da unten im Rahmen ist allerdings dann auch dieses Porsche-Design drin. Das seht ihr hier ganz gut. Wir haben hier vorne eine 24-Megapixel-Kamera. Auf der Rückseite seht ihr, dass wir ganz, ganz viel Glas haben und ja, wir sind hier in Paris im Grand Palais. Hier wurde, wie gesagt, gerade die P20-Reihe vorgestellt und ihr seht, das spiegelt, also diese Glasrückseite, die zieht Fingerabdrücke. Guckt euch das mal an, magisch an. Das ist unglaublich, das sieht richtig speckig schon aus, aber halt auch trotzdem wie edel. Und es hat einen Fingerabdrucksensor, so wie wir es ja auch kennen. Und es hat eine Triple-Kamera. Wir haben hier nämlich wieder einen 20-Megapixel-Monochrom-Sensor, wir haben einen 40-Megapixel-Farbsensor und wir haben einen 8-Megapixel-Sensor für fünffaches optisches Zoomen ohne Qualitätsverlust. Das ist also schon mal eine Ansage. Das Gerät sieht wirklich schön aus. Es kostet auch einiges. Es kostet satte, na, wer hat's erraten, 1700 Euro. Und was ist eigentlich das Besondere? Warum ist das Gerät auch so teuer? Nun, ihr könnt euch halt noch an die CES erinnern. Da haben wir euch ja damals das Vivo gezeigt, das Vivo-Smartphone. Das hat eine Besonderheit und das hat auch dieses Gerät hier. Ich zeige euch das mal. Es gibt nämlich natürlich einmal den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, ja, habe ich euch schon gezeigt, aber es gibt auch einen Fingerabdrucksensor, der hier unter Glas liegt, der ist hier drin und den kann ich nutzen, normalerweise, hier geht es jetzt noch nicht, wir haben es schon alles probiert, alles versucht, ich vermute einfach mal, dass es hier noch eine Testversion ist, deswegen geht das hier noch nicht, aber Huawei ist damit noch vor Samsung, noch vor Apple, der erste große Hersteller, der diese Technik nutzt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das denn auswirkt am Ende des Tages. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder bei Computerbild TV.